herzlich willkommen zu einem neuen Kampffischzimmer-Update. Wir haben Mai und ich wollte euch gerne jetzt nach 3 Monaten das vorerst fertige Ergebnis zeigen. Ich bin im Quarantäne-Klamotten mit Jogginghose und Schlabberpullover und ich möchte euch jetzt den aktuellen Stand meiner Kampffischanlage zeigen, denn es hat sich einiges getan und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Ja, da ist das gute Stück. Guckt mal, ihr seht es vielleicht. Ich habe aufgeräumt. Es ist alles ordentlich hingestellt. Ich habe alles sauber. Hier ist auch alles sauber. Ich würde mal sagen, dass wir mit dem langweiligsten Teil anfangen. Meinen tollen Rollwagen. Den benutze ich immer beim Saubermachen etc. pp. Und hier habe ich allerlei Accessoires drin, die ich meistens so benutze: Pinzette, Pipette, Stift, diesen Pinsel nehme ich immer, um das Futter zu geben, dann ein Makroobjektiv, Schere, Ersatz, Kram, Müll, Essig und Krimskrams für die Kamera, fürs Telefon was. Und den kann ich hier überall rumschieben und dann kann ich auch, wenn ich neue Pflanzen einsetze, die hier schön platzieren. Und dann ist das alles ordentlich. Genau, der steht hier an der Seite. Dann habe ich ja hier die 2 Kallax-Regale. Da sind immer noch ein paar Nano-Cubes drauf. Das sind ja die 10er. 2 sind gescaped und 1 ist leider gerade überhaupt nicht. Das muss ich desinfizieren und das läuft gerade neu ein. In den beiden Becken sind 2 Fische drin, einmal ein Weibchen, was circa so groß ist, zeige ich euch gleich, und da ist ein Männchen drin, was gerade ein bisschen Flossenmonster ist. Da habe ich das Mini-Becken, da ist nichts drin, und meine Artemia-Zucht. Hier unten ein bisschen Deko, die Würmer für die Fische, ich komme gerade nicht auf den Namen, wie immer, und ja, hier ist es auch immer noch unordentlich. Fangen wir mal einfach hier an. Das letzte Update war ja relativ lang. Ich möchte es diesmal kurz und knackig halten. Ja. Wie gesagt, links war ein Fisch drin, der ist leider verstorben. Deswegen habe ich das desinfiziert. Und da ist Essigwasser gerade drin. Das läuft da gerade durch. Ich hoffe, das funktioniert, denn es gibt ja gerade aktuell kein Desinfektionsmittel zu kaufen. Deswegen versuche ich es so. Ansonsten schmeiße ich alles weg. Dann haben wir hier das Weibchen drin und das Becken habe ich erst vor ein paar Tagen fertig gemacht. Wer erkennt es? Welchen Disney-Film ist es nachgeahmt? Auf meiner Facebook-Seite hatte ich schöne Bilder gemacht mit einer Schnecke, die hier auf der Ecke war. Ja, es fängt jetzt leider an hier zu algen. Das sind noch die letzten Fester tatsächlich von der China-Samenlieferung. Die haben es nochmal durchgeschafft. Und ihr seht, ich habe da nochmal hellen Kies aufgeschichtet, denn der drin war, der war irgendwie so uneben. Ja, hier habe ich verschiedene Pflanzen, Anubia, Rotala, Steine. Ihr seht, hier ist ein bisschen Dreck drauf, also das muss ich sauber machen. Hier ist auch das Wasser die ganze Zeit an, deswegen kann es sein, dass die Algen sich natürlich schneller bilden. Hier habe ich einen Lufthebelfilter drin, also nicht den Pub Mini. Einen einfachen Lufthebefilter, der läuft derzeit den ganzen Tag, und die Aquae-Lampe ist natürlich dann abends aus. Hier ist das zweite Scape, das ist übrigens, sind das 10er Cubes, hier sollen eigentlich Garnelen drin reinkommen, aber die beiden Bettas, die dürfen hier so lange wohnen, bis ich Garnelen kaufen kann. Ja. Und ich habe, ihr seht ja, da ist so viel Strömung. Und ich habe das Ganze hier modifiziert. Ich habe da einen Filterschwamm reingemacht, den man jetzt nicht sieht. Und dann ist keine Strömung, denn dahinter ist das Filterbecken mit dem Filter, den man hier reinigen kann. Und da ist die Pumpe drin. Und das Coole an dem Ganzen ist, dass man hier nur einen Stecker hat.
weil das ist der Stecker für die Pumpe. Das Licht ist auch relativ gut und das ist vom Superfisch das Home 8, also sogar nur ein 8 Liter Aquarium durch den hinteren Bereich. Aber es soll für Garnelen dann sein. Und jetzt wohnt hier ein kleiner Half Moon gerade drin, den ich jetzt nicht ins Sepa setzen wollte. Ja, kommen wir mal hier unten hin. Hier habe ich meine erste Deko von den Aquarien, die ich mal besessen habe, reingetan. Das sind so typische Aquarien-Dekos und da ist mein Schatz, mein T-Rex. Ja, war wirklich zeitlang im Wasser und man sieht, wie krass sich dieses Zeug verändert hat. Deswegen, damals wusste ich das noch nicht, aber gut. Ich habe es ja mitgekriegt. Dann ist hier meine Testbox, da kommt auch noch ein Video wahrscheinlich zu Deko. Hier ist Zubehör für Verschicken und Krimskrams, Mülltüten, schon mal auf Vorrat, dass ich nicht immer nach oben laufen muss. Wir sind ja hier im Keller. Dann habe ich hier Krimskrams drin. Seemandelbaumblätter, Artemia-Salz, den ich vorgestellt habe, den Tetrafieder, noch eine Schale und hier habe ich verschiedene technische Dinge drin, auch dieses Biorefill habe ich nie benutzt. Naja, hier brauche ich eine neue Lampe, die ist nämlich kaputt. Gut. Hier sind Würmer drin, die ich verfüttere. Ich zoome mal ran, dass man das vielleicht sieht. Sind hier im Kies drin. Genau. Dann habe ich hier eigentlich immer meinen Zuchtbereich gehabt mit der Heizmatte. Die ist jetzt hier extra eingestellt, falls die Temperatur einmal sinkt. Hier sind jetzt gerade alle separierten Fische drin. Und gerade hier vorne sind alles Mädels. Ah, hier ist ein Männchen, noch ein Mädel. Die schlafen natürlich jetzt alle, es ist nämlich abends 22 Uhr. Und hier habe ich einfach eine Lampe erstmal drauf gemacht. Und hier fehlt der Deckel, den hat wohl meine Maus weggenommen. Gut. Hier im unteren Bereich habe ich Eimer, Wasserwechsel, Sachen, Deckel, Styroboxen und noch restlichen Kies. Beim letzten Mal habe ich ja schon vorgestellt, dass ich meinen Wasserwechsel mit so einer Pumpe mache. Und jetzt nehme ich den Deckel und mache den drauf. Genau, hier sind noch Teile vom Regal und halt noch restliche Styroboxen. Und das ist mein Schlauch, was ich zum Wasserwechseln benutze. Da hinten sind meine Tücher, die ich zum Saubermachen nehme. Abdeckungen, alte, die man nicht mehr los wird. Und genau, hier ist meine Artemia-Station mit diesen Gerätschaften, das klappt wunderbar und die kleine Stromecke, ausbaufähig und das ist die Luftpumpe, die Artemia die Sachen antreibt, das ist so eine billige Pumpe und die große Osaga, da oben verlinke ich euch gerne, versorgt die anderen Becken, die ihr jetzt gleich seht, sind alle mit Lufthebefilter. Das sind meine Beta-Becken und ich nehme bewusst das Video heute auf, denn wer genau hinschaut, sieht, dass das Kraut und Rüben ist. Leider sackt hier dieses Regal ab, ihr seht es. Und bei den Stellen, wo es unten ja so gestützt wird, bilden sich leider solche Ecken. Wir haben jetzt schon Holz gekauft und beheben das die Tage. Dann habe ich große Plexiglasplatten noch bei uns in der Garage gefunden, die habe ich gleich benutzt, hier um Abdeckungen zu schaffen. Hinten seht ihr die Verteilung der Luft für die ganzen Lufthebefilter hier drin. Und ich hoffe, dass hier mal ein Kampffisch kommt, weil es ist spät und die schlafen wirklich schon um die Uhrzeit. Jeder Kampffischbesitzer kennt das Problem, aber ich kann nun mal nur abends filmen. Hier in dem Becken seht ihr es ja, Rotala. Ah, da kommt ein Fisch. Holz, Anubias, Wasserlinsen,
Die weiß ich gerade nicht, wie sie heißt, aber ich glaube, wir gucken einfach mal auf den Fisch, ne? Hier ist ein Wetter drin, der gerne ausziehen möchte, mehr oder weniger. Vielleicht will er ja auch hier bleiben. Er hat leider ein Spoonhead, deswegen kann ich ihn nicht weiter zum Züchten benutzen. Man sieht es, er macht das. Aber er ist ein total aufgewecktes Kerlchen und ist aus der Crowntail-Verpaarung, deswegen. Und er hat so eine schöne Schnute. Guckt euch das doch mal an. Und da kommt ja schon noch jemand anderes. Ihr seht, ich habe ein Schneckenproblem und ein Algenproblem. Ich mache das nicht regelmäßig weg, weil ich relativ natürliche Becken haben möchte. Und hier ist der Opak Papa Hoffnung Plakat drin. Ein wunderschönes Tier. Ich liebe Opak-Tiere. Ich liebe sie einfach. Er ist leider ein bisschen schüchtern, aber ja, er hängt eher gerne in der hinteren Ecke ab. Darf er aber auch, denn die 25 Liter Aquarien hier sind in der Tiefe. In der Tiefe liegt die Würze. Und ist total cool, die zu scapen, weil man eigentlich nur so einen kurzen Bereich hat. Also wenn ich meine Hand daneben halte, seht ihr das? Und das Becken habe ich euch beim Kampffisch kampffischgerechtes Boden gezeigt. Und ja, das ist der aktuelle Stand. Ich habe es vor 3 Tagen habe ich die Rotala beschnitten. Leider ist sie so ein bisschen hochgekommen. Das ärgert mich ein wenig. Ich hoffe, dass wenn ich sie wieder neu einsetze, dass es dann besser wird. Aber sie treibt schon nach. Das sieht man an den Spitzen schon. Das ist ganz gut. Der Herr hier fühlt sich auch noch wohl. Ich habe noch ein paar Pflanzen eingesetzt von dem anderen Becken. Ja, hier oben ist leider alles abgefallen. Und ich habe ein bisschen eine Wasserlinsenplage. Aber ich liebe Wasserlinsen. Also ich hasse sie und liebe sie. Es ist eine Hassliebe. Genau. So. Aber ansonsten haben sich hier die Pflanzen super schön entwickelt. Also ihr könnt gerne mal das Video schauen. Und er ist auch der Hammer. Er hat so einen geilen Blick. Dann schauen wir weiter. Hier ist noch ein Becken, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Hier ist leider ein Tier drin, was nicht gerade gesund aussieht. Er hat Flossenprobleme und schläft gerade. Da denkt sich auch, Alter, macht das Licht aus. Hier habe ich mal was ausprobiert, und zwar bei dem Drachenfels habe ich ganz viele Farne reingetan und ich hoffe, das wächst an. Den habe ich schon ein bisschen länger, den Stein, und ja, die Anubia ist natürlich weggeschwommen, wie immer. In jedem Becken sind bei mir Blätter, deswegen ist das Becken eher so Schwarzwasserbecken. Ja, hier habe ich neue Pflanzen noch eingepflanzt. Und die Vaselina wächst auch. Wie auch immer ihr das gerne aussprecht. Hier, die kommt leider nicht so toll. Und ich habe jetzt hier seit neuestem eine LED mit meinem DIY hier Aluminiumfolienblender. Und das funktioniert recht gut. Wir haben so viele von diesen LED-Röhren gekauft und ja, ich teste das Ganze hier bei diesen 4 Scapes. Ja, hier ist mein Opak-Mädchen. Probleme, Schwimmblasenprobleme. Aber ich habe sie jetzt mit Sud behandelt und sie scheint wieder auf die Höhe zu kommen. Also es scheint zu funktionieren. Sie hängt nur noch wenig im Boden ab und schaut mal, sie schwimmt geradeaus. Ich bin so stolz auf sie. Schaut euch das mal an, sie schwimmt geradeaus. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das noch vor ein paar Wochen aussah, als sie die Schwimmblasenprobleme gerade neu hatte. Und ich bin so glücklich, dass es ihr besser geht, wirklich. Ja, und geht es gut. Geht es gut. Schaut euch das an. Hat ja auch ein riesiges Seemandelbaumblatt drin und die Pflanze, ich glaube, die heißt Efeu. Nee, das ist keine Efeutute, das ist eine Efeutute. Ich komme nicht auf den Namen. Vielleicht wisst ihr es. Ich habe es hier überall. Da oben steht auch eine. Ja, dann ist das mein zweites Mädel.
Die war bei der Verpaarung mit dem Blauen dabei. Ich habe sie jetzt auch zu diesem Virtual Better Contest registriert. Mal sehen, was die dazu sagen zu ihr. Sie hat auch so ein wildes Clean Becken bekommen als Residenz. Und sie hat so einen schönen Body. Ich liebe sie. Es gibt noch eine, die ist auch noch schöner, aber ja. Bei mir ist wichtig, dass die Kampffische einen schönen Body haben. Und hier hinten seht ihr die kleinen Blessuren, die sie davongetragen hat von der Verpaarung. Ganz wenig also. Und wie gesagt, hier ist eine Efeutute drin und ein Lufthebefilter ebenso. Hier ist nochmal Strom für zwei, drei Geräte, die ich hier betreibe. Dann kommt das Nano Cube, das jetzt ja schon 5, 6 Jahre läuft und ich habe noch nichts verändert. Es ist immer noch der erste Kies drin und ihr seht, wie hoch die Kiesschicht ist. Hier ist auch ein Mädchen drin und ja, das ist auch ein Weibchen, was ich gerne weiter benutzen möchte für die Zucht, aber die Zeit rennt uns leider davon. Wir brauchen eigentlich einen männlichen Begleiter, der genauso aussieht. Deswegen suchen wir gerade krampfhaft nach einem roten Hafenplakatmännchen. Ja, hier ist gerade auch kein Licht drüber, wie ihr seht. Das ist nämlich jetzt für das Simplex-Becken reserviert. Und ihr seht, die Pflanzen leiden. Ich habe jetzt aber vor ein paar Tagen hier ausgedünnt. Ich weiß nicht, wie diese Pflanze heißt. Den ich abgekauft habe, der hat es mir leider nicht gesagt. Er hat noch groß getönt, ja, ich schreibe dir, wie die Pflanze heißt, aber hat es nicht gemacht. Gut, die wächst relativ gut und man kann gut Absenker produzieren. Vielleicht weiß das ja jemand hier, wie die heißt, was ich hier bekommen habe. Und ich habe es, wie gesagt, neu strukturiert und es gefällt mir jetzt wesentlich besser. Es ist gerade natürlich noch kahl. Hier ist auch eine Efeutute drin, Enchidorus, Farne, ja, allerlei Anubia, hier die, ich komme nicht auf den Namen, ihr wisst schon, hier noch eine Schwimmpflanze und ich habe das Becken erst vor kurzem jetzt hier das war ein bisschen blöd, vielleicht lebst du ja bald noch, von den befreit. Hier hinten ist noch, kann man hier so reingucken, das ist die Pflanze. Ich war gerade irritiert, weil hier Schnecken sind. Ja, retten wir sie mal. Ich hoffe, sie überleben. Hier war ja Wasser gestanden. Genau. Ja, ich hatte unter dem letzten Video gehört, dass dieses Männchen Jungtiere trägt. Leider nicht, der sieht immer so aus. Und die sehen auch gerade ein bisschen nicht so gut aus, muss ich gerade feststellen. Das ist wahrscheinlich das Licht, deswegen werde ich hier auch bei dem Licht einen anderen Timer einstellen. Es ist halt der Zwiespalt zwischen Fisch und Pflanze. Aber die verstecken sich hier super gerne in den Anubia. In der riesigen Anubia. Und ja, ich werde bald wieder Blätter reinmachen und so weiter und so fort. Und Pflanzen kommen hoffentlich diese Woche. Ich habe Pflanzen bestellt für dieses Becken. Aber bisher dank Corona noch nicht angekommen. Ich warte schon 2 Wochen. Genau, ja. Dazu gibt es also vielleicht auch nochmal ein Video. Ja, dann kommen wir mal hier oben. Super interessant. Hier hat sich 80% was verändert. Denn alles, was oben war beim letzten Video, ist nach unten gewandert. Hier habe ich alle Salma-Sepas. Ihr seht, da sind noch welche dabei. Die muss ich einmal durch ein, einmal richtig säubern. Mache ich aber erst, wenn die Jungtiere da sind. Das ist nur ganz leicht. Das kann man abmachen. Dann habe ich hier normale Sepa-Boxen. Und hier, komplett dahinter, sind 87 oder 90 Sepa-Behälter für die neue Generation. Ein paar benutzt, teste ich da unten schon und die habe ich erworben von privat. Hat sie wahrscheinlich auch beim Großhändler gekauft. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Röhren, Verbandstasche, falls man sie schneidet. Das teste ich gerade. Und hier oben ist meine All-in-One-Box Futter. Alles so, dass mein Kind nicht rankommt, denn die hat die Box schon mal ausgeräumt
Und hier einmal einen kleinen Blick in diese Box. Hier sind auch Trockenfutter drin. Ja, gebe ich aber nicht. Ja, ich überlege dann noch, was ich damit mache. Ich habe ja hier noch ein paar Wälse, die kriegen halt ihre Tabletten. Shrimp-Sachen habe ich hier noch und Medikamente habe ich hier natürlich auch. Das sind meine Medikamente, da wird aber noch ein Video folgen. So, und das ist das Futter, was meine Bettas bekommen. Kann ich euch unten nochmal verlinken. Garlic, nicht täglich bitte. Vitamine, Babyfischfutter, Babyfischfutter und entkapselte Artemia, ja? Mal zum nächsten. Das ist die Babyfischabteilung im mittleren Bereich. Hier sind zwei 54er und hier sind alle Babys drin. Zwei Würfe jeweils. Einmal hier der Opak-Wurf. Könnt ihr gerne die letzten Updates dazu sehen. Da habe ich hier so ein entspanntes Becken mit zwei Lufttierfiltern. Einer von rechts, einer von links. Ich wollte keinen normalen Filter einbauen. Deswegen so, dass wir einmal da ein bisschen Wasserbewegung haben und dort. Und die Babys sind schon fast gar keine Babys mehr. Ich habe hier übrigens eine Schneckenplage natürlich durchs Futter. Und ja, die haben gerade gefressen und wollen wahrscheinlich eigentlich auch gerade Pause machen. Haben dicke Bäuche und sehen ganz schön vollgefressen aus. Ja. Ja, für die Bettas schaut ihr am besten die Updates dazu. Das ist der kleinste, wenn ich meinen Finger daneben halte. Und das ist der größte mit. Das ist der größte. So. Da. Dass ihr mal so einen Vergleich habt. Und die entwickeln sich prächtig. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Parkwurf ansetzen, denn es macht wirklich Spaß. Und die ziehen bald in ein anderes Becken um, vielleicht. Das muss ich mir noch überlegen, ob ich die da drin lasse oder ob ich das andere Becken für den riesigen Wurf reserviere. Da sind geschätzt 200-300 Tiere drin. Also da ganz viele. Da. Da. Da überall. Durchs Füttern natürlich. Überall Flecken und hier vorne ist einer, seht ihr mal die großen Unterschiede und die wachsen wie verrückt, die sind jetzt fast einen Monat alt, fast 4 Wochen alt, ja, und wachsen wie Holle, kann man nicht anders sagen. Und hier ist auch eine Efeutute drin im Becken. Ihr seht, sie wächst hier auch super gut. Hier ist eine Enchi, was auch immer. Die habe ich schon ewig, die Pflanze. Die stimmt schon 4 Jahre. Die hat schon Ableger. Und die Ableger habe ich schon in dem anderen Becken. Und hier ist auch ein Mini-Ableger. Ja, hier ist ein Heizer drin. Zur Sicherheit. Der macht das Becken auf schnuckelige 24, 26 Grad. Und Reflexion. Ihr seht hier einfach mal, wie viele das sind. Ich kann gar nicht auf eine Gruppe oder so scharf stellen, weil die auch noch nicht so groß sind. Aber hier sind ein paar. Schaut mal, wie ganz vielen Augen. Ja, auf jeden Fall lohnt es sich vielleicht, das Makro-Video zu denen mal zu schauen. Weil so kriege ich sie ja kaum drauf. Und die haben alle schöne orangene Bäuche von den Artemia-Laubien. Und so sieht das Becken komplett aus. Ich habe die Aqua-E-Lampe immer im Tausch, im Wechsel auf dem Becken, weil die LED-Strips, die ich ja hier habe, nicht ausreichen für die Pflanzen. Genau, das Becken hat die meiste Veränderung erfahren. Es hat keine Divider mehr. Deswegen hält auch die Abdeckung kaum noch. Es ist nur ein Tier drin, ein Weibchen, was das Privileg hat, da drin zu wohnen. Und es soll demnächst mit den Pflanzen, die bald kommen sollen, umdekoriert werden, denn da sollen dann die ganzen Jungtiere rein, denn die können da nicht mehr lange drin bleiben.
so viele wie das sind, das sieht man ja schon so. Und da mache ich jetzt das Becken fertig. Wobei ich noch nicht weiß, ob das da stehen bleiben kann, denn ich habe hier oben ja so viel Mühe gegeben mit den Luftverteilern, dass ich die vielleicht, dieses Becken vielleicht versetze. Die Rückstände habe ich noch nicht abgemacht, mache ich dann mit einem scharfen Cuttermesser. Das ist wirklich noch nicht lange her, deswegen sieht es noch aus wie Kraut und Rüben. Aber ich muss ja auch was für das nächste Video haben, wo ihr das dann sehen könnt. Also sind jetzt nur die Pflanzen drin, die schon drin waren, und die Wurzel, die schon seit 8 Wochen wässert und immer noch nicht untergeht. Ja, noch alte Wurzeln, Lufthebefilter, die einfach noch laufen. Und da werde ich vielleicht einen neuen Filter benutzen, steht aber noch nicht fest. Genau, das ist die. Dann ist das der untere Bereich. Da stehen einfach Becken, die noch keinen Platz gefunden haben. Das 25er kommt wahrscheinlich dann auch da hoch und wird neu eingerichtet. Kommt wieder ein schönes Video. Dann habe ich da 2 Folien, wo die Becken gerade draufstehen. Die möchte ich an die 60er als Rückwand dran kleben. Und eins für einen Cube. Genau, da sind dann meine Fotobecken noch. Ein Teil vom Regal, wo dann die Seepass wieder draufkommen, wenn die Heizung wieder funktioniert, ja, und unten ist halt so Krimskrams. Hier sind noch 2 große Boxen, 40er für Separationszwecke. Da sind Blätter in der Tüte, hier frische Laubblätter, und ja, das hat jetzt alles hier unten Platz gefunden, und auch die ganzen Divider, die ich habe, und ja, noch mehr Kies und Stuff hat hier unten Platz gefunden. Und unter dem Sofa ist noch ein Becken, was auch bald wieder aufgestellt werden soll. Ja, wenn man da hinten hinschielt, sieht man, dass da die ganzen Styro-Untersetzer sind, also sowas wie das. Ja, ich hoffe, euch hat die Tour gefallen durch mein kleines, aber feines Kampffischzimmer. Da ist ja immer noch das Sofa, wo man ganz gechillt Gäste einladen kann, die aber nicht kommen. Gegen Corona, und das ist das aktuelle Bild vom Kalender. Ich überlege schon, ob ich für nächstes Jahr wieder einen mache. Und mal hier so hinschaut, die Qualität. Ist doch der Hammer. Genau, da ist von den Better Freaks mein Lieblingsbild. Von der Bettina ist das gemacht worden. Das ist von 2018, der Kalender. Und ja, hier an die Wand sollen dann noch schöne Kampffischbilder hin. Da bin ich aber noch nicht so weit. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Und ich wollte euch noch sagen, dass ich mich sehr dafür bedanke, dass ihr so zahlreich auf das Abo geklickt habt und zahlreich die Videos schaut. Es macht mir super viel Spaß, dieses Kampffisch-Update zu machen. Und auch diese Kampffisch-Raumtouren. Deswegen werde ich das fortführen. Und ich freue mich schon aufs nächste Video, wie es dann aussehen wird. Ihr hoffentlich auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben, einen lieben Kommentar, eine Teilung in den sozialen Netzwerken freuen. Und wenn ihr noch mehr Lust habt auf Kampffische, dann kommt gerne in unsere Kampffischgruppe. Das heißt auf Facebook die Kampffischgruppe. Ihr müsst alle Beitrittsanfragen beantworten, bitte. Wir wollen uns so vor Spam schützen, und alle möglichen Links zu Produkten, die ihr im Video gesehen habt, findet ihr da unten in der Infobox. Jetzt drückt ihr da auf Abonnieren. Da findet ihr neue Videos, aktuelle Videos, und ich würde mich freuen, mit euch in Austausch zu bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen guten Morgen, schönen Tag. Wann auch immer ihr das Video schaut, macht's gut, ciao.